Leute, jetzt habe ich die vierte Frage überlesen. Das holen wir mal schnell nach. Die vierte Frage war, glaube ich, kauft ihr Filme einfach nur oder schaut ihr euch sie auch an? Ist auch ganz einfach zu beantworten. Mit Filmen bezahle ich immer Einkäufe, die andere Leute mir vorstrecken, oder bezahle irgendwie Modellautos, die ich dann von anderen bekomme. Ja, das dazu. So, jetzt haut aber rein, ihr kleinen Hederlümmels. Moin, ihr kleinen Hederlümmels. Ihr kriegt aber auch keine Ruhe vom dicken Gunni, wa? Ja, geht runter wie Butter von Mutter. So muss sein. Pisst jetzt, bläh. Ja, kennt ihr den Dulli noch? Ja, da ich heute Zeit habe und auch gerade kein anderes Thema und auch irgendwie Bock habe, beantworte ich heute einen Filmfragen-Tag. Und zwar vor unserem Timo Lüfung Schneckbeit. Ja, der hat mich nämlich nominiert. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, in welchem Video. Also er kriegt das ja irgendwie nicht geschissen, irgendwie die Fragen mal unten in die Box zu packen. Die Fragen, die ihr hier seht, die habe ich mir von Olli geklaut. Ja, grüß genauso an Kino Olli. Also die Fragen, wie ihr sie hier seht, das ist einfach nur ein Screenshot von, wie Olli sie geschrieben hat, die Fragen. Vom Timo halt quasi. Die habe ich mir einfach mal gemopst, weil ich kann mir jetzt nicht die ganzen Timo-Videos wieder angucken. Und er kriegt es ja auch nicht hin, einen zu taggen. Also weiß ich auch gar nicht mehr, unter welchem Video das war. Er hat mich auf jeden Fall in irgendeinem Filmvideo getaggt. Und ich dachte mir, heute nehme ich mir doch mal, habe ich die Zeit auch und die Lust und Laune und beantworte das doch mal eben schnell, fresh und kurz. Ja, ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob das der richtige Tag war. Das ist mir aber auch jetzt egal. Wie gesagt, er kriegt es ja nicht dahingeschrieben oder die Leute wirklich markiert. Deshalb gehe ich jetzt mal von aus, das war dieser Halloween-Tag da. Ist aber auch egal, ich beantworte jetzt die Fragen hier. Irgendwo hat er mich getaggt. Das ist ein paar Tage her, seitdem hat er schon wieder 40 Videos online. Mensch, Timo, Alter. Ja, das wird vielleicht nicht ganz so, wie der Timo sich das vorstellt hier. Dieses Video, was ich jetzt mache. Aber wir legen doch einfach mal los, würde ich sagen. Oder was, liebe Freunde? Ja, was macht einen guten Horrorfilm aus, damit er dich mitnimmt? Frage 1. Ja, das ist, die Frage hätte spezifischer gestellt sein müssen, denn da kommt es ja auch auf das Genre an. Ne? Was diesen Film ausmacht, damit er mich mitnimmt, ist auch genreabhängig. Zumindest geht mir das so. Ich verallgemeine das jetzt mal ein bisschen und sage, ein guter Horrorfilm jetzt, damit alle irgendwie bedient sind, ist hier zum Beispiel 13 Geister. Oder Cabin in the Woods. Oder hast du nicht gesehen. Oder Alien, natürlich einer meiner allerliebsten. Ne? Also ich mag alle Arten von Horrorfilmen, außer diesem Vergewaltigungsmist. Und am liebsten habe ich allerdings so unterschwelligen Haunting-Horror, möchte ich es mal nennen. Conjuring Universe, ne? Diese Geschichten. Welche Horrorkreatur würdet ihr zu euch einladen und was würdet ihr kochen? Na, das ist auch ganz klar. Celine aus Underworld, aus der Underworld-Reihe. Ja, die würde ich zu mir einladen. Was würde ich mit ihr kochen? Frühstück im Bett, ganz einfach. Welchen Horrorfilm könnt ihr empfehlen und warum? Ihr kennt mich doch, der Exorzist aus 73. Das ist einfach der Horrorfilm für mich. Ne? Wie gesagt, Haunting, Besessenheit, unterschwelliger, widerwärtiger Gruselspuk und Horror. Also ganz klar, wer den Film nicht kennt, der hat auch echt die Welt verpennt. So, die nächste Frage. Welchen Marvel- oder DC-Helden würdet ihr gegen eine Horrorfigur kämpfen lassen? Nenne jeweils zwei Figuren, also zwei Marvel-Helden und zwei Horrorfiguren quasi. Okay. So, erstmal zwei Marvel- oder DC-Helden. Ja, ganz klar. Ich würde Jessica Jones und Catwoman kämpfen lassen. Und zwar gegen zwei Horrorfiguren, nämlich Space Girl und Sill. Ganz klar. Und ich würde hier ganz akkurat einen Nackt-Schlamm-Catch-Kampf veranstalten. Ist doch keine Frage. Welchen Horrorfilm findest du gut? Welcher hat dich enttäuscht? Viele, 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 viele. Was soll man denn dazu sagen? Das kann man doch jetzt so nicht spezifizieren. Gut, wie gesagt, Exorzist, Alien, die ganzen, hier 13 Geister, Cabin in the Woods, es gibt tausende, Halloween, Freitag der 13., Conjuring-Universum, ne, mit Annabelle und hast du nicht gesehen.
Und enttäuscht war ich zuletzt, glaube ich. Joker habe ich ja noch nicht gesehen. Ach nee, ist ja auch kein Horrorfilm. Enttäuscht, was mir noch so wirklich in Erinnerung blieb, das war Der Exorzist Bekenntnis, hieß der, glaube ich. Oh. Oh, uff, uff. Ja, es haben mich schon viele Horrorfilme enttäuscht. Zum Beispiel Schacklack. Aber das war böse, das Ding. Ja, Frage 7 ist damit dann auch gleich mit beantwortet. Ein Abwasch. Welcher Horrorfilm hatte eine gute Idee, war schlecht umgesetzt, Story ähnliches, was hättest du verändert? Ja, genau. Der Exorzist Bekenntnis, was hätte ich verändert? Alles. Nächste Frage. Welcher Horrorfilm war dir zu brutal und welcher? Hä? Was denn nun? Welcher oder welcher? Also, welcher Horrorfilm war dir zu brutal und welcher? Ja, welcher denn nun? keiner. Es gibt für mich keinen zu brutalen Horrorfilm. Es gibt aber Horrorfilme, die ich einfach mir nicht ganz gebe oder überhaupt gar nicht kaufen, gucken, schauen würde. Und das ist alles, was mit diesem Vergewaltigungsmist zu tun hat. Alles, was da, alles, was, wo Frauen vergewaltigt werden, das ist einfach nur zum Kotzen. Fertig aus, Mickey Maus. Kommen wir direkt zur 9. Frage. Was gefällt dir an der Serie The Walking Dead am besten? Ja, Rosita. Ja, was ist denn das für eine Frage? Was gefällt mir an The Walking Dead am besten? Rosita. So einfach ist das beantwortet. Maggie natürlich auch. Was für ein. Oh, letzte Frage. Mensch, siehst du, so schnell kann das gehen. Was für einen Horrorfilm würdet ihr drehen? Welche beiden YouTuber sollen mitspielen? Müsste ich schnell aus dem Stegreif machen. Ja, die beiden YouTuber würde ich jetzt so auf der Schnelle mal aussuchen. Bibi und Jasmin Gnu. Die würden auf jeden Fall neben mir die Hauptrolle spielen. Was würde ich für einen Horrorfilm machen? Gunny in Das Horror-Sandwich. Teil 1. Ja, so in die Richtung. So, wen nominiere ich für diesen Tag? Ich nominiere zuerst mal meine Ex-Frau, Jennifer Lopez. Die J-Lo war ein bisschen anhänglich, da haben wir uns getrennt. Des Weiteren nominiere ich meine zukünftige Ex-Frau, Salma Hayek. Ja, wir sind schon am Daten. Und als drittes. Ja, als drittes nominiere ich meine aktuelle Frau, Jennifer Aniston. Die wird aber bald abgeschossen. Die wird mir auch ein bisschen aufdringlich langsam. Außerdem will ich ja auch was mit Salma anfangen. Ja, und das war es erstmal von mir, ihr kleinen Filmlümmels. Haut ihr rein!